5 Uhr morgens. Dienstbeginn für Franziska und Tobias, Zivilfahnder von der Bundespolizeiinspektion in Rosenheim. Ihr Aufgabengebiet für den Vormittag? Das Inntal-Dreieck A8 und A93. Ja, Grenzpolizei bedeutet nicht nur Fahnden nach unerlaubt Eingereisten und Schleusern, sondern das ist ein ganzes Spektrum an Dingen, die im Fahndungsgebiet interessant für uns sind. Sei es Drogen, sei es Waffen, die unerlaubt ins Land gebracht werden. Wie wir heute gesehen haben, Kfz, die unter Umständen gestohlen worden sind und verschoben werden sollen. Auch hier ist das Spektrum wirklich sehr groß. Dazu kommen noch Fahndungsmaßnahmen, Personen, die mit Haftbefehl gesucht werden, Sachen, die ausgeschrieben worden sind, weil sie verloren gegangen sind, weil sie gestohlen worden sind. Da sind der Fantasie gar keine Grenzen gesetzt. Bei uns gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Der erste Treffer an diesem Tag ist ein vermeintlich in Frankreich gestohlenes SUV. Ja, die Beamten haben natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz, was die Fahndung angeht. Sie wissen genau, nach welchen Fahrzeugen sie schauen müssen. Der Fahrzeugtyp ist aber nur ein Indiz von vielen. Da kommen noch die Anzahl der Personen hinzu, das Aussehen der Personen unter Umständen, die Art des Alters des Autos. Es sind ganz viele unterschiedliche Indizien, die da zusammenspielen. Und am Ende noch so ein bisschen das Fahndergespür, das dann dazu führt, dass die Beamten losfahren. Fahren und ein Fahrzeug verfolgen und dann zur Kontrolle bringen. Das Fahrzeug samt Insassen wird in diesem Fall den Kollegen der Polizeiinspektion Fahndung zur weiteren Bearbeitung übergeben. Ja, das ist ein Hand in Hand im Fahndungsraum. Wir halten die Augen auf, wenn es darum geht, gestohlene Fahrzeuge sicherzustellen. Umgedreht schauen die Fahnder der Landespolizei auch danach, wenn ein Schleuserfahrzeug vor ihnen auftaucht. Hier arbeiten die Behörden dann Hand in Hand. Der erste Angriff wird getätigt und dann später werden die jeweiligen Sachverhalte der zuständigen Dienststelle übergeben und dann zu Ende gearbeitet oder ermittelt, wenn weitere Ermittlungsansätze sich ergeben. Nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Schiene halten die Fahnder Ausschau nach verdächtigen Personen. Ja, die Fahndungsmaßnahmen finden im 30-Kilometer-Bereich statt. Dieser 30-Kilometer-Bereich gilt ab der Grenzlinie. Der ist der Bundespolizei im Bundespolizeigesetz so vorgegeben. Und innerhalb dieses 30-Kilometer-Bereichs fahnden wir verdachtsunabhängig. Das heißt, es braucht keine konkreten Anhaltspunkte, um eine Kontrolle durchzuführen. Natürlich machen wir unsere Kontrollen dann nicht willkürlich, sondern wir haben schon bestimmte Indizien, die eher dafür sprechen, eine Kontrolle durchzuführen. Aber einen konkreten Verdacht brauchen wir für unsere Maßnahmen, für unsere Kontrollen nicht. In den Zügen der ÖBB werden stichprobenartig die Personalien der Reisenden festgestellt. Also eine Vollkontrolle in dem Sinn ist nicht erforderlich und auch gar nicht erlaubt, weil wir ja nur Stichprobenkontrollen durchführen. Das entspricht dem Schengen-Regularium, nur stichprobenweise zu kontrollieren. Insofern sind wir nicht darauf angewiesen, den Zug vom Anfang bis zum Ende komplett durchzukontrollieren. Man versucht natürlich, so schnell wie möglich durchzukommen mit den Kontrollmaßnahmen, mit den Personenüberprüfungen im Zug. Aber man muss da nichts übertreiben. Soweit wie man bis Rosenheim kommt, soweit wird dann eben kontrolliert. Wenn man der Ansicht ist, dass darüber hinaus noch Maßnahmen erforderlich wären, könnte man Kollegen anderer Dienststellen auch noch informieren. Sogenannte unerlaubt eingereiste Personen werden danach zur Identitätsfeststellung auf die Dienststelle gebracht. Ja, wenn Personen in Gewahrsam genommen sind, ist die Sachbearbeitung ja noch nicht abgeschlossen, sondern die Personen werden mit in die Dienststelle genommen. Sie werden durchsucht nach gefährlichen Gegenständen, aber auch nach Dokumenten, ob unter Umständen doch noch ein Ausweis auftaucht im Fall der unerlaubten Einreise oder ein Aufenthaltstitel, der irgendwo versteckt sein könnte oder sonstige Reisedokumente. Nach der Durchsuchung geht es weiter mit dem Erkennungsdienst. Das heißt, die Personen machen den ersten Schritt in die Legalität, indem sie sich fotografieren lassen, indem die Fingerabdrücke abgenommen werden. Das ist das Festhalten der Personalien, was dann eine Rolle spielt. Und abschließend wird noch eine Vernehmung durchgeführt, weil uns kommt es natürlich nicht nur auf Informationen zu der unerlaubten Einreise selbst an, sondern wir suchen nach Informationen zu den Schleusern, die im Hintergrund mit ihren kriminellen Machenschaften die Not der Menschen ausnutzen und sehr viel Geld für eine Schleusung verlangen.
Rund 500 Beamtinnen und Beamte sind dabei in der Polizeiinspektion Rosenheim für 645 Kilometer Grenzlänge zuständig.